Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio. Hallo, liebe Hörer. Heute gibt es etwas ganz Besonderes für dich. Statt einem Hörspiel zum Doppeldecker gibt es heute den Doppelstecker. Das ist eine Mitmachsendung. Weißt du, was ein Doppelstecker ist? Ja, genau. Eine Steckdose mit zwei Steckplätzen. Wenn man einen Doppelstecker hat, kann der Strom zu dem einen oder dem anderen Gerät fließen. Man kann zum Beispiel ein Radio anschließen und eine Schreibtischlampe. Und genauso ist es auch bei einer Doppelstecker-Sendung. Wir sind mit dir verbunden und du mit uns. Erst kommt durch das Radio etwas bei dir an. Und dann, wenn du willst, etwas bei uns. Also, heute bist du gefragt. Und du kannst nachher etwas an uns senden. Deshalb suche dir am besten jetzt gleich etwas zum Schreiben. Denn nach der nächsten Musik wartet ein spannendes Rätsel auf dich. Dann kannst du dir Notizen machen. Also, wenn jetzt gleich die Musik beginnt, hast du genau eine Minute Zeit, einen Stift und ein Blatt Papier zu holen. Bist du bereit? Dann auf die Plätze, fertig, los! Prima, da bist du ja wieder. Und? Schreibt dein Kuli auch? Meistens gehen die Dinger nicht, wenn sie sollen. Hast du auch etwas Papier? Oder ist der Bleistift gespitzt? Dann spitze nur noch die Ohren. Bei unserem Mitmachrätsel heute geht es um Gegenteile. Wir haben hier im Studio zwei Kinder sitzen, mit denen wir es euch vormachen wollen. Erst stellen wir euch kurz unsere beiden Studiogäste vor. Hallo, wie heißt du? Lea. Und wie heißt du? Rahel. Wie alt seid ihr? Ich bin 9. Und ich bin 7 Jahre alt. Prima. Schön, dass ihr hier seid. Wir machen zuerst mit euch beiden diese Doppelstecker-Sendung. Und nachher können auch die Zuhörer mitmachen. Lea, was ist das Gegenteil von früh? Spät. Wow. Rahel, was ist das Gegenteil von gesund? Krank. Gut, das war noch nicht schwer, oder? Jetzt kommen etwas schwierigere Begriffe. Seid ihr bereit? Lea, was ist das Gegenteil von scharf? Ungewürzt oder stumpf? Rahel, was ist das Gegenteil von kalt? Warm oder heiß? Ja, und wie ist das mit ziehen? Drücken. Oder schieben? Lea, was ist denn das Gegenteil von auf? Zu oder ab. Merkt ihr? Manchmal ist es gar nicht so einfach, das exakte Gegenteil zu erraten. Okay, das war jetzt nur zum Warmwerden. Ihr habt jetzt alle verstanden, wie das Spiel funktioniert. Unser Studio hier liegt in einer kleinen Stadt, die heißt, verkehrt gesagt, Thal-Altdorf. Was ist das Gegenteil von Thal-Altdorf? Genau, Berg-Neustadt. Was ist das Gegenteil von Weichangst? Richtig, Hartmut. Und was ist das Gegenteil von Frau Grünes? Genau, Herodes. Kennt ihr Herodes? Das war der König, der den Herrn Jesus als Kind umbringen lassen wollte. So, nun aber zu unserem Preisrätsel. Unsere Studiogäste
lesen dir jetzt Begriffe vor und du machst dir eine Notiz. Und zwar schreibst du genau das Gegenteil von dem auf, was du hörst. Eng. Das Gegenteil von eng ist weit. Aber jetzt notiert euch nur den ersten Buchstaben, also das W. Nie. Aha, das Gegenteil von nie ist und wieder nur den ersten Buchstaben. So, das erste Wort ist fern. Fern, genau. Und wir machen weiter, Lea, mit gesund. Gesund ist das Wort. Und das nächste Wort? Sehen. Sehen, richtig. Jetzt machen wir weiter mit schnell. Schnell, genau. Jetzt das nächste Wort? Gut. Das war gut, genau. Und jetzt machen wir weiter mit billig. Richtig, Lea, billig. Und jetzt, Rahel? Jung. Jung, genau. Und das nächste Wort? Weit. Weit, mhm. Und das nächste Wort? Klug. Klug. Und das letzte Wort? Fröhlich. Fröhlich. So, jetzt sind wir gespannt. Was steht auf deinem Zettel als Lösungswort? Kannst du da am Radio, ja du, das mal vorlesen? Wir haben zum Glück ja heute Doppelsteckerschaltung und können dich genau hören. Aber bitte nicht alle auf einmal. Genau, Winkelstedt. Lea und Rahel, was ist denn Winkelstedt? Ach, Winkelstedt, das ist doch da, wo der Etienne und Pitt wohnt, die immer so viele Sachen erleben. Ja, das ist der Heimatort von Pitt, dem Doppeldeckerpiloten, und der Ort von vielen Abenteuern mit Etienne und den roten Melanen. Winkelstedt war der gesuchte Begriff. Aber nun das Preisrätsel. Das Gute ist, wer uns für das folgende Rätsel die richtige Lösung schickt, bekommt ein Poster von dem malerischen Winkelstedt als Preis. Du musst uns nur eine Postkarte mit deiner Adresse und der richtigen Lösung schicken. Hier verraten wir dir die Lösung natürlich nicht. Ihr müsst gleich wieder mitschreiben und eure Antwort an das Missionswerk Heukelbach in 51702 Bergneustadt schicken. Nochmal an das Missionswerk Heukelbach in 51702 Bergneustadt schicken. Und denkt dran, es wird jedes Mal der erste Buchstabe vom genauen Gegenteil gesucht. Wir machen wieder zuerst etwas Musik. Vielleicht ist ja dein Bleistift abgebrochen oder du musst noch einmal schnell aufs Klo. Nach der Musik geht das Doppelstecker-Preisrätsel los. Schönste Schatz der Welt, liegt mehr als wäre du.
So, jetzt kommen 14 Rätselworte, weil der Lösungssatz aus 14 Buchstaben besteht. Schreibe immer nur den ersten Buchstaben vom genauen Gegenteil. Das erste Wort ist alt. Habt ihr es verstanden? Alt. Das nächste Wort ist weit. Einfach weit. Das nächste Wort ist langsam. Jetzt kommt oben. Und dann kommt leicht. Leise. Habt ihr das verstanden? Leise. Und als nächstes ist nie dran. Nie. Säen ist das nächste Wort. Säen. Und dann kommt schmal. Jetzt ist lebendig dran. Und dann kommt hell. Jetzt kommt außen. Und danach heidnisch. Heidnisch. Jetzt ist hässlich. Ich sag's nochmal, hässlich. So, das war's jetzt auch schon. Heidnisch. Das war aber schwer. Da helfen wir euch ein bisschen. Lea, weißt du, was ein Heide ist? Ja, das ist ein Mensch, der nicht an Jesus glaubt. Genau. Und Rahl, weißt du, was das Gegenteil von einem Heiden ist? Ein Christ? Ja, genau. Jemand, der an Jesus Christus glaubt. Also ist das Gegenteil von heidnisch? Naja, jetzt musst du da selber drauf kommen. Wenn du den Lösungssatz erraten hast, schicke eine Postkarte an das Missionswerk Werner Heukelbach 51702 Berg Neustadt. Vergiss nicht deine eigene Adresse. Dann schicken wir dir ein schönes Kinderposter zu. Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Berg Neustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.